Liebe Trader, mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zu meinem zweiten Teil zum Thema Loro Option Trades. Ich werde euch heute einen ja schon fortgeschrittenen Trade zeigen, der ja ein sogenannter Broken Wing Condor im SPX. Wir werden uns gleich das genauer angucken, vielleicht vorweg. Erst einmal eingeblendet der Disclaimer. Üblicherweise alles, was ich euch zeige, das sind eigene Trades, dient aber letztendlich für ja zur Schulung und natürlich sind keine Handlungsanweisungen für die Trades, die ich euch zeige, dafür kann ich nicht haftbar gemacht werden. Okay, das dazu, blenden wir das aus. Also worum es geht heute, dieser Trade, ein Broken Wing Condor im S&P 500, ist etwas, ja, da gibt es noch nicht allzu viel Literatur zu. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, woher ich die Ideen habe. Die Idee dieser ganzen Geschichte, also der heutige Trade, ist letztendlich der Ansatz, ein Hedge, der sich aber erst mit der Zeit aufbaut. Das ist eben ein anderer Hedge-Ansatz, als wenn man irgendwelche VIX-Calls oder Teenies kauft im SPX, also VIX-Calls oder Teenies im SPX zum Beispiel. Da lebt man davon, dass irgendwie eine Korrektur relativ, ja, irgendwann einsetzt und dann relativ stark reagieren an diese Calls beziehungsweise Teenies Puts im SPX. Das hier lebt dass die Strategie davon, dass dieser Hedge sich mit der Zeit aufbaut. Und das werde ich euch zeigen. Also erstmal erklären, worum geht es hier überhaupt. Wir liegen vom Preis her, das muss ich aber mal gucken, mal rüberschalten. Exakt bei 24605 aktuell im SPX. Aktuell bedeutet, ja, das bezieht sich hier auf den 29.10.2021. Heute ist der 31.10.2021. Wenn man das später sich mal angucken möchte im Backtest, dann kann man sich dann auf dieses Datum beziehen. Okay, den habe ich jetzt am Freitag aufgesetzt. Wie sieht das Ding aus? Wie gesagt, wir befinden uns vom Preis hier. Das ist die Preisskala. So, eine andere Farbe vielleicht besser. Und ja, das ist sozusagen, wenn der Markt nach oben geht, wenn der S&P nach unten geht, das ist die Preisskala. Und als erstes, wenn man solche Strategien aufbaut, dann gucke ich mir in der Regel so die erste Standardabweichung an. Das kann man jetzt hier, indem man auf die entsprechende Laufzeit geht. In diesem Fall habe ich den Monthly Januar ausgewählt. Das ist der 21. Januar 2022. Das ist also die Laufzeit dieser Strategie, liegt so um die 90 Tage DTE, Kalendertage. Und aktuell haben wir, na, wo ist es jetzt, 81 DTE. Na, also der am nächsten dran ist, Januar, 81 DTE. Das ist der Monthly. Den habe ich hier als Laufzeit gewählt. Bei dieser Strategie wähle ich in der Regel so um die 90 Kalendertage. Okay, dann, wie ist das Ding aufgesetzt? Also wir wollten erstmal die erste Standardabweichung uns angucken. Sorry. Wie machen wir das mal? Ach, so hat er schon. Also die erste Standardabweichung ist jetzt hier in diesem Bereich. Da liegen also jetzt der ja, Wahrscheinlichkeit von, holen wir es auf, 84% ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Laufzeitende in diesem Bereich liegen werden. Das ist also die normale Bewegung. Hier unten wäre etwa bei der roten Linie hier Delta 16. Ne, da, ne, also minus 16 besser gesagt, hier oben ist plus 16. Das ist der Bereich, wo wir normalerweise liegen. Wir sehen hier, das ist ein Konstrukt. Über dieses Konstrukt reden wir ja gleich. Das ist das hier, ne, dieses fette Teil hier. Das ist ein Konstrukt, was aus dem Geld liegt und hier war sogar weit aus dem Geld. Und jetzt komme ich vielleicht erstmal auf die Historie. Es gibt ein ähnliches Konstrukt von Ron Bertino und zwar der sogenannte Space Trip Trade. Wenn ihr mal unter ja, YouTube googelt Space Trip Trade Ron Bertino, da gibt es auch sehr gute Einführungsvideos, gibt sehr umfangreiche Videos dann natürlich bei ihm zu kaufen. Also, ja, ich glaube, so 12 Gigabyte Videomaterial, was allerdings auch sehr gut ist, ein großer Fan von Ron. Und ja, Ron Bertino
arbeitet hier mit einem sogenannten, hat er Space Trip Trade genannt. Ich habe hier noch keinen Namen für mein Konstrukt. Und dieser Space Trip Trade, ja, hat ähnliche Laufzeiten wie hier dieser Broken Wing Iron Condor. Nur er bricht das eben nicht, also er bricht hier nicht die Flügel, sondern was er macht, er arbeitet hier mit unterschiedlichen Stückzahlen. Also er hat hier in diesem Bereich hat er ja minus 4 verkauft und dann hier unten vielleicht plus 10, so etwas. Dadurch kriegt er hier diesen Broken Wing Effekt zustande, indem er hier mit unterschiedlichen Stückzahlen arbeitet. Nur das ist nicht in jedem Konto machbar. Na, und man muss ja, wie gesagt, hier schon, das wären hier 14 Legs, das ist natürlich schon eine recht umfangreiche Strategie. Man kann es eben auch leichter und einfacher machen, indem man einfach nur einen Condor nimmt, indem man sich ähnlich zusammenbricht. So, wir machen das mal, ich gehe jetzt nicht hier auf den Space Trip Trade ein, nur jetzt so vom Verständnis her. Die Idee ist aber dieselbe. Ein nicht gebrochener Condor, ne? Der arme Condor, dem man also nicht die Flügel bricht, wäre also ein symmetrischer, das mache ich hier unten mal. Also das aktuelle Ding, vielleicht erstmal zur Erklärung, setzt sich zusammen aus einem gekauften 4070er, das ist der hier, ja da irgendwo, ne? Dann 4050er verkauft, die inneren sind immer verkauft, Condor 3700er verkauft und dagegen der 3660er hier unten, ne, ist dann wieder gekauft. Also hier minus 1, minus 1, plus 1, plus 1. Wird alles mit Putz gemacht. Das als Regel, also ein Iron Condor wären hier oben Calls, hier wären Calls, hier unten wären Putz. Der reine Condor ist immer ja entweder mit Putz oder mit Calls. Und wenn man unterhalb liegt, setze ich das mit Putz auf. Es geht hier nicht im SPX drum, aber vor allem im Aktienbereich vermeidet man dadurch eben das sogenannte das Zuteilungsrisiko entfällt, weil wir hier keine Naked-Sachen im Geld haben, sondern das alles aus dem Geld. Und genauso, wenn ich das auf der Oberseite aufbauen würde, ne, in einem anderen Underlying vielleicht, dann würde ich das mit Calls machen. Also hier ein reiner Condor. Kein Iron Condor, sondern wohlgemerkt nur ein reiner Condor, hier nur mit Putz. Das ist das Konstrukt, was ich euch dann gleich noch näher erklären werde. Erstmal breche ich den jetzt mal wieder auf eine symmetrische Struktur. Das bedeutet symmetrisch dadurch, dass hier diese Abstände, oberen Abstand hier bei diesem aktuellen Ding, sind 20 Punkte, unten sind 40 Punkte. Ich soll es vielleicht mal einzeichnen. Also hier der Abstand 470 zu 450 sind 20 Punkte, unten sind 370 sind 40 Punkte. Und ich mache das jetzt mal symmetrisch, damit ihr einen normalen Condor seht. Ne? Also brecht den mal nicht den Flügel, sondern setzt den jetzt auf 3680. Dann haben wir einen symmetrischen Condor. Und dieser symmetrische Condor gestaltet sich dahingehend, dass wir auf der oberen und auf der unteren Seite hier dasselbe Verlustrisiko haben. Wir haben hier unten, also Worst-Case-Szenario ist hier minus, ne, was ist das, minus, ich kann das kaum lesen, minus 90 Dollar, ne, ist also auch von der Schrift her ein bisschen blöd, ne, und hier eben auch minus 90 Dollar auf der linken Seite, zum Laufzeitende wohlgemerkt. Und wenn man sich das jetzt hier nochmal anguckt, wenn man das so machen würde, würde auch gehen. Ne? Unser maximales Risiko wäre gerade mal 90 Dollar. Unser maximal theoretischer Gewinn geht so an die 2000 hier hoch. Ne? Das wäre schon ein gutes Chance-Risikoprofil. Aber wenn der Markt, und das ist ja die, haben wir ja schon gesehen, von der Standardabweichung sich irgendwo in diesem Bereich rumeiert, ne? Oder ne, von hier bis hier, dann verlieren wir 90 Dollar und das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Bereich uns bewegen. Aber wie gesagt, das ist ein Hedge und ein Anspruch an einen Hedge ist unter anderem der, dass man, wenn dieser Versicherungsfall nicht eintritt, dass man möglichst wenig dafür bezahlen möchte. Und indem ich das hier jetzt nochmal breche, dem armen Tier nochmal die Flügel breche, aber ich werde jetzt nicht irgendwie von YouTube gesperrt, weil ich irgendwie brutale Geschichten über Tiere erzähle. Also 3660, ne, nochmal zurückgebrochen, hat den Vorteil, dass wir hier dadurch
kein Upside-Risiko haben. Okay, $30, ne, statt 90, $30. Dadurch ist aber nichts umsonst. Wir fallen natürlich dann hier auf der anderen Seite deutlich weiter runter, ne, auf minus 2000. Das ist aber ein Bereich, wo wir gar nicht hinwollen. Das Konstrukt ist ähnlich wie bei dem Space Trade, dass sich mit der Zeit sich hier, ich male das jetzt mal ein, werden wir uns aber auch gleich nochmal angucken, sich hier immer mehr so ein Berg aufbaut. Es geht immer, je länger die Zeit dauert, desto mehr entwickelt sich, geht das erstmal hier nach oben. Auch beim Start, wenn das leicht etwas kostet, ich hätte den auch noch ein bisschen anders brechen können, dass wir sogar auf der Oberseite Geld bekommen. Das können wir ja mal machen. Ich gehe jetzt mal auf die 3,655, da wird nicht getradet, 3,650. Dann würden wir sogar $5 Credit bekommen. Aber der Nachteil ist, dass wir am Anfang erstmal Delta-mäßig nach unten laufen. Ne? Also wir hätten hier bei dem Konstrukt, das wäre ein Delta-neutral, ne, am Geld, aber dann später geht das doch schneller nach unten. Achtet nochmal darauf, wenn ich das zurückschalte, auf 3,660, dann haben wir auch am Anfang ein leicht negatives Delta. Ne? Das kann man sich auch nochmal angucken. Jetzt sind wir hier bei minus 12. Ne? Minus, ja. Das ist also noch das gewollt, ne? Wir sind also, sobald er irgendwie nach unten geht, der ist zwar jetzt nicht unbedingt jetzt dieses Kondor ist ja wie der Iron Condor oder sagen wir ein Butterfly, sind ja eigentlich nur Varianten von einem und denselben mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die sind natürlich nicht unbedingt genau umgedreht, ne? Dass die eher von steigender Vola, das ist Gift für die Dinger, bei fallender Vola, das ist eigentlich besser. Also wir wissen, wenn er mal korrigiert, steigt aber die Vola, das wäre also nicht so toll, aber der puffert das hier trotzdem ziemlich ganz gut ab in der Praxis. So, wenn man sich das hier mal anguckt, was passiert hier, wenn wir jetzt hier mal in der Zeit nach vorne gehen, das können wir machen, jetzt sind wir hier 31.10., jetzt gehe ich mal einen Monat weiter und wir gucken uns hier vor allem die T plus 0 Linie dann an, beziehungsweise dann die Linie für den 30. November und wir sehen, es hat sich hier jetzt schon so ein kleiner Hügel aufgebaut. Das heißt, in dem Augenblick sind wir schon relativ safe bei der ganzen Geschichte. Die Grundidee, wenn wir uns jetzt hier am 30.11. befinden, ist, dass unsere, sagen wir, unser Sweet Spot liegt irgendwo hier, ne, am Hügel. Und wir wollen also den Hügel rauf eiern, ne? Sozusagen der Markt korrigiert. Wir laufen den Hügel rauf. Was wir natürlich nicht wollen, ist hier über die Klippe springen. Ne? Das wollen wir dann nicht. Ne? Also wir würden den Trade hier beim 30.11. so um die 4000 dann beenden. Ne? Wo liegen wir da im Chart? Gucken wir da auch mal kurz drauf. SPX ist schon relativ weit weg. Ne? Das ist also hier, das wäre also hier dieser Bereich, ne? 4000. Da sind wir weit von entfernt. Wir haben ja sogar letzte All-Time-Highs aktuell. Also das relativ weit weg. Aber ist ja durchaus denkbar. Er muss ja nur in diese Richtung laufen. Und wenn wir jetzt auch mal in die Analyse gehen, davon lebt diese Strategie. Und wenn wir dann noch weitergehen, jetzt gehen wir mal auf Ende oder sagen wir mal auf Heiligabend. Na, lieber nicht. So, dann ist der Berg schon deutlich höher geworden. Ne? Also wenn wir dann eine Korrektur haben, ne, sagen wir auch wieder auf 4.000 laufen würden, ne, dann würden wir hier nach diesen ja, $477 Vereinnahmen, dann müssen wir noch ein bisschen Volatilität abziehen. Ne? Aber immerhin, je länger das dauert, desto mehr baut sich das hier auf. Und letztendlich mit so einem Einsatz von vielleicht $30 hat man doch hier ja ein bisschen was abgehedged im Depot und so als Beimischung. Der Vorteil dieser Hedge-Strategie ist eben ein kleiner Einsatz. Das kostet wenig, wenn eben der Versicherungsfall nicht eintritt. Und das ist ja oft die Regel. Der Markt geht ja eine Tendenz eher seitwärts als und nach oben als nach unten. Natürlich aber so ein Crash-Szenario baut sich das dann durchaus auch auf. Man verdient dann auch entsprechend Geld, zum Beispiel im Corona-Crash. Wenn wir, ja, wir gucken, ob wir gleich nochmal einen Backtest machen, was passiert eigentlich. Das ist davon abhängig, wie gesagt, der Backtest macht wenig Sinn, weil wir müssen eigentlich gucken, wann man den aufsetzt. Ne? Also wenn man den aufsetzt und gleich, ne, von 0 auf jetzt passiert ein Crash, dann wirkt dieses Teil natürlich nicht so. Das ist der kleine Nachteil dieser Geschichte. Aber wenn das eine Weile schon im Markt liegt, dann hat man da eben ja, so einen kleinen Puffer, der sich da aufbildet, um einen Teil dann seines Kapitals da abzuhatchen und mit einem relativ geringen Risiko. Okay, das dazu. Ja, man könnte jetzt Backtesten machen. Also das ist jetzt natürlich im Idealfall, ne, wenn wir jetzt irgendwie im
im Januar passiert ein Crash, ne, nochmal angenommen, ne, dann haben wir natürlich hier schon deutlich mehr. Jetzt baut er das irgendwie nicht auf oder braucht eine Weile zu rechnen. Anyway, also da haben wir natürlich ein schönes Auszahlungsprofil, ne, dass wir also hier erstmal ja, in diesen Bereich reinrollen. Nur ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn man tatsächlich sich in diesem Bereich befindet, dass man das dann auch beendet, ne? Weil wir haben dann so das sogenannte Gamma-Risiko. Das geht dann eben schnell in die eine oder die andere Richtung. Wenn wir also sozusagen den Hochpunkt des Berges erreicht haben, ne, dann tragen wir uns das schön im Bergbuch ein und beenden den Trade, ne? Also dann ist auch Schluss mit diesem Trade. Und da ja, ist gute Überleitung. Machen wir ja nochmal der Hinweis, ne, wen das gefallen hat, immer freue ich mich über ein Like oder ein Abo, beziehungsweise gerne auch Kommentare. Wie gesagt, das ist etwas jetzt schon für Fortgeschrittene, ist aber aus meiner Sicht eine interessante Idee, weil man jetzt nicht mit so ja, sehr, sehr, sehr Leck, ja, mit X-Lecks definierten Space-Trade rumarbeitet, sondern eben hier mit einem, ja, einfacher Drogenwing Condor. Dann vielleicht noch einen letzten Hinweis für die sich das noch, für die sich näher dafür interessieren. Wir haben auch dazu Webinare, wo wir dann natürlich dann genauer drauf eingehen im Zusammenhang mit verschiedenen anderen Ansätzen. Der nächste Trading Camp findet jetzt im November statt, in 2 Wochen. Na gut, 2 Wochen. Das findet hier im Blog. Ich mach das mal auf hier. Trading Camp November 2021, wenn das interessiert, kann da ja nochmal, ja, da seht ihr mich nochmal mit ein paar Loros, ne, und hier seht ihr dann nochmal das Programm, wenn man Rotationstrading, Trendfolgedepot und eben auch diese Credit Spreads, und zu diesen Credit Spreads benutze ich vor allem dann eben als Kombination, das ist sozusagen, das macht dann sozusagen den Meister aus, bei diesem ganzen Optionstrading, dass man sich eben, hier haben wir ja nur ein Trade besprochen, aber ihr stellt euch mal vor, ihr habt hier in diesem Bereich irgendwelche Income-Strategien laufen. Ich hatte ja im ersten Teil hier zum Beispiel so ein, ja, Texas Instrument gezeigt, allerdings mit einer anderen Laufzeit, ne? Und wenn wir hier dann irgendwie auch nochmal einen kleinen Hügel haben, wo wir Geld verdienen, ne? Und Texas Instrument hat ja hier durchaus ein Downside-Risiko, das ist jetzt schlecht gezeichnet, nochmal, ne? Also hier male ich den mal rüber, ne? Also hier irgendwo, das ist irgendwo unser Verlust bei Texas Instrument, der aber eben zum Teil durch diese Hedges abgefedert wird, ne? Und das ist sozusagen, ja, aus meiner Sicht ein sehr guter Hedge, weil er verschiedene Ansprüche, die man an einen Hedge haben kann, extrem wichtig ist. Und also die Anforderungen sind da, es soll wenig kosten, er soll reagieren. Ne? Das Reagieren ist so eine Sache. Also reagieren gleich am Anfang, nein. Ne? Aber je länger das Ding irgendwo rumliegt, dann wird das interessant. Und richtig interessant wird das vielleicht nochmal als abschließende Information dazu, ist, nehmen wir einmal an, der Markt läuft hier schön nach oben, der SPX. Ja, was mache ich da? Dann kommt dann die nächste Tranche, da kommt ein Leering. Ja gut, das wäre zu dicht. Also Markt geht nach oben. Das heißt, ich baue hier den nächsten Berg auf. Also wir haben das ja immer jetzt nur mit einem Gerät, kann natürlich auch mit mehreren Tranchen machen. Dann entsteht hier so, ja, man pflastert den unteren Bereich mit Bergen zu, ne, und lässt die Dinger stehen, ne. Das baut sich dann durch dieses sogenannte Leering immer weiter auf, ne, sodass man, ja, dann, wenn dann irgendwann tatsächlich mal ein Crash kommt, zurzeit sind wir ja aktuell ziemlich überhitzt, ne, nochmal so statt so einer Jahresendrallye, dann eher so eine Jahresendzeitrallye, dann würde so etwas natürlich dann ganz gut klappen. Und ja, nicht jedes Jahr läuft nach oben. Ich erinnere mich noch an 2018, da hatten wir Heiligabend den Tiefpunkt im Markt, ne? Bei vielen anderen wahrscheinlich dann auch. Also das kann ja durchaus auch mal passieren. Und dann ist natürlich ganz gut, wenn man solche Versicherungskonstrukte im Depot hat. Gut, dann bedanke ich mich für euer Interesse. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao.